So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Part. Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Und Täuschung haben wir heute in diesem Part. Wir brechen direkt mal wieder auf in die Gruselvilla und erleben das nächste Abenteuer in dem Kapitel A4. Trug und Täuschung. Auf wie? Luigi, manches auf der Welt ist einfach zu seltsam, um es zu glauben. Findest du nicht? Vieles davon mag echt sein, aber es gibt auch Illusionen. Warte mal, ich zeig dir was. Und was ist das? Dies ist ein Wirrlicht, eine paranormale Erscheinung, die Illusionen erzeugen kann. Und irgendwer sitzt gerade Scharen dieser posierlichen Lichtlein in der Gruselvilla aus. Dies ist auch der Grund, wieso manche Dinge verschwunden sind. Ganz Rüstung, futsch. Doch all dies ist nur ein Schein. In Wirklichkeit ist alles noch einmal zum Platz. Glücklicherweise habe ich einen Aufsatz für den Schreckweg 0915 erfunden, der uns helfen wird. Und da kommt er schon. Ich nenne ihn die Düsterlampe. Mit ihr kannst du Illusionen durchschauen und phantomisierte Objekte wieder sichtbar machen. Leider habe ich sie im Labor liegen lassen. Und dort wimmelt es nur so von disziplinlosen Geistern. Das heißt, ich muss jetzt ins Labor oder was? Das ist mir viel zu gefährlich, aber hey, Luigi, ist das nicht die ideale Aufgabe für dich? Na dann, geht's wohl erstmal ab ins Labor. Und dann in die Gruselvilla. Du findest die Düsterlampe gleich auf ihrer Ladestation. Ja, der Akku ist sicher schon voll. Gut, dann aber ab mit dir. Fertig zum Televoxeln. Und da werde ich televoxelt. Und da ist auch schon wieder unterwegs, der Luigi. Ins nächste Abenteuer. Ach, doch schon in der Gruselvilla. Finde die Grusellampe, die Düsterlampe, so hieß es. Wo lang? Dort lang, schätze ich mal. Ja, immer doch. Die sind auch da, die Ritter. Dann ist ja gut. Die sind nicht weggespukt worden. So, das Labor ist auf der Karte hier. Das Labor, nicht das Dobor. Ja, gut. Hab ich gesagt. Naja, gut, ich hab gesagt, aber. Na. Ja, wie komme ich denn da jetzt durch? Ich muss dorthin. Nein. Moment, ich muss dorthin. Ah. Ich suche hier eine Wand. Schwachkopf. Ich muss mal hier lang. Und dann hier in diesen Raum hier. Das ist der Raum, wo ich rein muss. Die Tür ist weg. Was zum. Aber wir wissen ja, sie ist nicht weg, sie ist einfach nur weggemacht worden, weggespukt worden. Das Irrwicht, dieser Irrwicht hat sie weggemacht. Labor. Da waren wir doch schon mal. Im letzten Part oder am vorletzten Part. Was macht man jetzt? Wieder so ein Rätsel. Was eigentlich gar nicht so schwer ist, aber für das ich zu blöd bin. Käse, kleiner Käse. Ein bisschen Maus. Die Lösung ist doch wieder wie im letzten Part. Mega einfach. Und ich sehe es bloß einfach nicht.
Ich brauche diesen Aufsatz, der ist aber im Büro dort drin, der ist dort in dem Raum. Meine Stimme wird heiser. Joa, da ruft er an. Ich glaube, mich lauscht ein Pferd. Die Tür zum Labor, sie ist verschwunden. Das waren sicher irgendwelche frechen Wirrdichter auf der anderen Seite. Na, es wird sicher irgendwo einen anderen Weg dorthin hineingeben. Ha, das sagst du. Da sagst du was. Es wird einen anderen Weg hineingeben. Joa. Oben vielleicht irgendwie, vielleicht kommen wir von oben dort rein. Wie ins Atelier. Da sind wir ja auch schon mal reingekommen. Wir waren ja schon mal dort im Foyer, da sind wir durch den Kamin gekommen, sind wir von oben reingefallen. Vielleicht geht das diesmal auch hier. Ja, hier geht's weiter mit der Story. Dann bin ich direkt runtergekickt. Da kommt einer von diesen Ateliergeistern. Natürlich. Man muss die erstmal jagen, bevor ich weiter kann. Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn ich hier von die Geister jagen muss. Dann komme ich doch auch bald weiter. Ah, komm rein. Komm rein, du roter Geist. Rennet dir. Zack, da ist er weg. Und den blauen muss noch finden. Wo bist du? Zeig dich. Ich finde dich. Besser. Zug. Verdammt. Den hätte ich kriegen können. Und den fange ich mir. Den hole ich mir, den greife ich mir. Den kaufe ich mir. Und Bananen wirft der. Sind wir hier in Mario Kart oder was? Da ist er schon wieder weg. Im Topf drunter ist er drin. Na, komm raus. Bam. Und jetzt. Zug. Was rein mit dir? So, noch zwei weitere. Ah, das mag ich doch. Das liebe ich doch, wenn die sich vermehren. Na komm, ich hab doch geschossen hier. Kein guter Geist hier. Wie ein Wilder. Sprichwörter neu erfinden. Na komm. Komm raus, zeig dich mir. Und erlebe meinen Sitzstrahl. Ja, und mein Sauger. Ich saug dich ein. Geld, das hole ich mir natürlich. Das greife ich mir. Und dich kaufe ich mir. Komm her. Na komm, zack, so. Weg bist du. Zack, das war dein Ende. Und weiter geht's. Jetzt können wir hinauf. Und juhu. Weiter voran. So, jetzt mal hier oben. Vielleicht kommt man ja von oben hinein. Kann man durch diese Tür hier gehen. Vielleicht fällt man ja irgendwie hinunter. Salon. Ein Kamin. Wenn das kein Zufall ist. Und durch diesen Kamin kann man bestimmt nach unten kommen. Ins Labor. Und da kam auch diese Versteckgeister hier raus. Na, aber unbedingt. Hello? Ja, aber sowas von. Und da geht's bergab. Im Labor. Na, habe ich doch gewusst. Da ist das benötigte Teil. Holen wir es uns. Holen wir es uns, greifen wir es uns. Meines. Da ist. Tja, das war wohl nix. Da verschwindet er mit dem Aufsatz. Ja gut. Das ist doch der Geist. Den hole ich mir. Oha, man sieht ihn mit seinen Sonnenglas und seinen Sonnengläsern, seinen Sonnenbrille. Na komm, komm zu mir, Geist. Ah, okay, das war zu. Das ging noch nicht richtig. Komm zu mir.
Fass dich. Jo. Aber wo hast du jetzt mein... Oh, noch zwei weitere Geister. Warum auch nicht? Und... Ah, okay, der hat mich angegriffen. Mist. Du den einsaugen. Ja, den haben wir geblitzdingst. Ach, wir müssen ihm erstmal seine Brille wegsaugen. Ah. Der kann ja nichts sehen. Die Sonne schützt... Die Brille schützt ihn vor den Strahlen. Ah, interessant. Doppelter Schutz. Und beide auf einmal einsaugen. Da seid ihr drin. Nice. Und da ist den Deckel, den Aufsatz. Gefunden. Haben wir ihn. Setzen wir ihn hinein. Ups. Fast runtergefallen. Wäre kaputt gegangen. Regenbogen. Düsterlampe gefunden. Anruf von Professor Igitt. Luigi, wer auch immer hinter dieser Dichtlampe steckt, ist nicht mit dem Parask. Potzblitz, sehe ich recht. Du hast die Düsterlampe schon gefunden. Vortrefflich, mein Bester. Halt Y, um sie einzusetzen. Irgendwo in der Nähe findest du sicher ein paar Illusionen. Ja, zum Beispiel die Tür hier. Die müsste eine Illusion sein. Nee, die ist keine Illusion. Die gibt's ja in echt. Und jetzt? Okay. Der erklärt es mir noch ein bisschen weiter. Luigi, dein Güterlicht macht Gegenstände nur für kurze Zeit sichtbar. Solange alle Wichter mit dem Schreck auf verstanden. Saugerl auf. Lesen kann ich auch nicht mehr. So, die wegsaugen. Und jetzt mit dem Würlicht hier mit dem alles wegsaugen. So, dann ist die Tür wieder sichtbar. Und wir können natürlich nur durch sichtbare Gegenstände flutschen hier. Wir wissen, ja, es reicht nicht, dass wir wissen, dass da eine Tür ist. Sie muss auch sichtbar sein. Nee, ist klar. Logisch auf jeden Fall. Famos, ich befürchte schon, ich müsste in Zukunft durch den Kamin kraxeln. Und Luigi, erinnerst du dich an dieses unheilvolle Lachen? Unsere Würlichtverteiler finden anscheinend große Freude an seiner Arbeit. Das Paraskop schweigt sich leider gerade aus. Du musst den Schuft selber finden. Mach doch Platz. Und die Stimme von dem Igitt zu reden, das reizt meine Stimme sehr. Die sollte ich nicht so häufig sprechen. So, wo nun hin? Haben wir nicht aufgepasst. Warte. Schlüssel. Spitzenklasse. Einen weiteren Schlüssel, aber wofür? Um durch diese Tür durchzukommen, aber ja, die ist ja versperrt. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Kann ich das einsaugen? Nee, irgendwie nicht, aber... So. Wenn die mal nicht sehr gut kommt. Na komm, den einen haben wir noch. Einsaugen! Was machst du denn, Luigi? Na komm, alle raus hier und eingesaugt. Den einen haben wir noch. Da ist er drin. Und die Tür. Und weiter geht's. Den Schlüssel dafür haben wir. Ein neues Abteil. Innenhof. Okay. Kommen wir weiter hier. Okay. Sind wir im Innenhof. Spitzenmäßig. Und da mein Karussell. Können wir damit spielen. Och, schade. Hätte ich so gern gemacht. Geht scheinbar nicht. Sand. Einfach mal wegsaugen hier. Da gibt's was drunter. Nein, gibt's nicht. Schade. Und was wir bestimmt damit machen können, ist das hier. Ja, nice. Gibt's Geld. Geld. Auch in den Luigi's Menschen bin ich ein bisschen geldgeil. Ja. Eigentlich nur ein Lego spielen, aber ich habe lange kein Lego-Spiel mehr gespielt. Schlecht, schlecht. Und so die noch einsaugen hier.
die pinken Raben. So, dann haben wir hier den Vorgarten erkundet, den Innenhof. Nice. Ein neues Gebiet hat sich freigeschaltet durch die Mission, die wir gerade gemacht haben. Ein Windspiel. Da spiele ich natürlich mit. Ich bin zwar nicht der Wind, aber der Wind ist das himmlische Kind. Aber ich spiele trotzdem damit. Und Knochen. Und davon haben wir doch schon mindestens 3. Ah, da ist eine Tür. Nächste Sache. Alle eingesaugt. Kommt her. Der eine habe ich noch. Der eine muss noch. 2 hier müssen noch. Nein, Mist, verkackt. Ich muss die Tür nochmal hier. Und Bart. Komm. Saug sie alle ein. Alle eingesaugt. Ich sagte alle eingesaugt. Und ich auch noch. So, die Tür ist frei. Nice. Ein Schuppen oder was? Mit einem Schlüssel. Unter der Treppe. Spinnen! Ich hoffe, ihr habt keine Spinnenphobie. Ich so ein bisschen. Aber nicht genug, um hier weiterzukommen. Das hindert mich jetzt nicht am Weitergehen. Tür. Oh, hier sind wir im Aquarium. Im Foyer wieder. Ja. Schön. Einen Schlüssel her. Da müssen wir wohl noch ein bisschen suchen hier. Mal gezielt hier suchen. Könnte was sein, wo wir noch nicht nachgesucht haben. Ja, hier ein schwarzer Fleck mitten auf dem Boden. Ein bisschen auffällig, denkt ihr, oder? Können die doch unter Umständen etwas sein, oder nicht? Ist ein bisschen auffällig, dieser Fleck am Boden. Eine Statue von Professor Igitt. Ja, der ist aber selbst verliebt, eine Statue von sich selbst hinzubauen. Ein Propeller. Na denn. Er hebt ab. Nein. Lässt nur einen Schlüssel fallen. Spitze. Wofür wir den wohl gebrauchen können. Ja, vielleicht für diese Tür hier. Das können wir doch jetzt mal machen. Dann öffnen wir die Tür zum nächsten Raum. Und der Schlüssel ist weg. Und wir können hindurch in die Küche. Und jetzt gibt's Futter. Futter wie bei Muttern. Futtern wie bei Muttern. Okay. Und hier hat er Herzen gedroppt. Bam. Okay. Den müssen wir natürlich wieder altmodisch hier einsaugen. Zack. Ist wohl nicht ganz gelungen. Ja, so, jetzt noch ein verzweifelter Versuch. Zack. Ist er drin. Okay, sind noch mehr von diesen Geistern hier. Warts. Oh shit. Warte. Der Helm und Schutz davor. Den müssen wir wohl irgendwie anders. Da hatten wir doch auch einen Trick. Ja, jetzt haben wir ihn. Zack, rein mit dir. Und der blaue Geist, der greift auch immer an. Der blaue greift den Geist an. Ungefähr. Blauer Geist, wo bist du? Bats. Krieg dich. Ich sagte, ich krieg dich. Nicht du kriegst mich. Na komm, hinter mir kann er kaum sein. Aber nehmen wir. Ah, ja, der versteckt sich sehr gut. Ich habe nur noch 40 Herzen. Ich muss mich in Acht nehmen. Wer hätte sein können? Okay, wo ist er noch? Kühlschrank. Oha, da! Er wirft den Käse. Kühlschrank aufgemacht, das ist schön kalt hier. Na komm schon, ein Geist. Krieg dich. Bam. Knappe Sache. Rein mit ihm. Was ist gezeichnet, der Sorte? Ach du Schande. Muss alle zwei besiegen, ja. Na komm schon. Nee, das schaffst du. Ein Igi. Ein guter Geisterjäger. Wie kriegst du die? Wo ist du dir? Ach, komm schon. Na komm, da war der doch. Ist er doch abgetaucht. Na komm. Nein, nicht mehr Herzen verlieren. Ist fast tot. Nein, die macht's noch schwer. Nein, das ist fast. Wo ist er? Ich hab was gehört. Na komm. Komm schon. Igi. Nein. Scheiße. Schön ausweichen hier. Irgendwie muss ich doch sein können, doch nicht. Mal wegteleportieren. Na komm. Zeig dich. Ach, Mann, das hätte man wissen können.
bin heute auch schlecht hier. Und ich bin gegen Over. Und oben wurde dann gut, lass mal sehen. Na komm, na komm! Wieso schwer ist das doch nicht? Wieso haben wir das doch schon mal besiegt? Wieso unerkennbar siehst du doch gar nicht? Wieso irgendwie muss die triggern, dass die rauskommen? Am besten ohne das nicht schießen? Schlecht, schlecht, schlecht. Na komm schon, ich hab nicht ewig Zeit hier. Hier bin ich. Zack! Und ich bin Game Over. Nice. Gute Nacht. Ach, der Knochen. Nice. Der ritzt mich. Belebung. Nice Sache. Habe ich wieder 100 hier. Kann ich weiterkämpfen. Yay. Das habe ich mir auch gewünscht, jetzt hier noch weiterkämpfen zu dürfen. Gegen die Geister. Die sich immer so wahnsinnig gut verstecken hier. Meine Fresse hier. Kommt schon. Zeigt euch. Ah, genau die falsche Richtung hier. Natürlich bin ich in die richtige falsche Richtung. Zack, komm, jetzt hab ich dich. Und was war das? Okay. Mein Taschenlampe ist kaputt, oder was? Ich hab einen Teller eingesaugt, okay. Das sah gerade komisch aus. Ach, Mann, ich hätte auch blitzen können. Mann! Wo ist Luigi? Was machst du denn? Der Saubeutel ist nicht. Was? Und ein mit ihm, ein mit ihm, ein mit ihm, ein mit ihm. Guck, den einen hab ich. Einen hab ich jetzt noch. Den einen bekommen wir noch. Zack, und Dich hab ich auch noch. Komm. Ich mach den gar aus. Nice. Haben wir es geschafft. Mal wieder. Weiter geht's. Im nächsten Raum. Und da sind wir wieder in der Bibliothek. Da waren wir doch hier schon mal. Kennen wir uns doch schon aus hier. Da haben wir doch schon mal gegen den Poltergeist gekämpft. Und da wollen wir nicht lang. Wollen wir vielleicht hier lang. Und da waren wir noch nicht. Dann gibt es neue Sachen zu erledigen. Hier die Bommel. Die Bommel, die Bommel, die Bommel, die Bommel, die Bommel, die Bommel. Na komm, runter mit dir. Die Bommel ziehen. Zieh, Luigi, sagte ich, zieh. Und da ist wieder ein Aufzug bereit. Renn da. Und zack. Ein Speisesaal. Und gerade wurde gekocht, jetzt gibt's zu essen. Juhu! Eine völlig neue Art von Geist. Freut mich, den doch mal zu sehen. Der alte Kumpel. Okay, jetzt müssen wir den Tisch wieder herstellen oder was. Ja, nice. Und Dinge einsammeln hier. Na komm, kommt her. Kommt her, Geister. Kommt zu mir, Spukdinger. Würlichter. Und einsaugen, 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 einsaugen. Umdrehen, einsaugen, umdrehen, einsaugen. Umdrehen, einsaugen. Der letzte, nein, der vorletzte. Verdammt! Wird hier immer schwerer. Und es kommen alle wieder raus, sind alle wieder zurückgesetzt. So ist natürlich schön. Gönnt einem keinen Erfolg. Und alle, die... Ach, komm schon. Leute. Luigi. Verteilen sich auch an unmöglichen Stellen hier. Na komm. Dich hab ich. Wenn ich nur einen übrig lasse, dann sind alle wieder am Tisch zurück. So passt's. Buhu. Den habe ich in Mario Kart am liebsten gespielt. Hab's den nicht als spielbaren Charakter. Mario Kart 7. Buhu. Ja, zack, in irgendeinem Spiel gab's den. In einem Mario Kart Spiel gab's den als. Ja, die alle einfangen hier. Da sprudelt's. Boah, das saugt der Schwarz hier raus. Da war doch ein Buhu. Ich seh's doch. Na komm. Das saugt. Ein Buhu. Alter, da kann ich den sehen, aber nicht einsaugen. Ich muss den erst sichtbar machen und dann.
Ach so, da muss ich erstmal hier das Licht hier oben. Ach komm. Buhu, ist unfair. Wie kann ich denn nach oben blitzdingsen? Ach verdammt. Ja, das oben blitzdingsen ist jetzt eigentlich relativ egal. Ich muss jetzt den Buhu hier überleben. Ah, den hatte ich fast. Das sah gut aus. Na komm, entsaugen. Den muss ich irgendwie entsaugen. Wie mache ich das am dümmsten? Das war hinter mir. Entsaugen. Die Partikel. Die Ghost-Tickel. Das ist ein langes Abenteuer. Na komm. Ich kriege ich. Und sie! An der Zunge. Nice. Haben wir ihn. Spitze. Jetzt noch einsaugen. Wie saug ich? Ein Buhu. Spitze, ein Klasse. Mein Lieblingsgeist gefangen. Und weiter geht's. In den nächsten Raum. Oh, Igitt ruft an. Alles noch dran, Luigi. Alle Wetter, ein Buhu. Hier im Nachtschattental. Zum Glück hast du die düstere Lampe, sonst wäre es dir noch übel ergangen. Hole dich lieber schnell hierher zurück. Festhalten. Da werde ich teleboxelt. Teleboxelt meine ich natürlich. Ära voll freigeschaltet. Mission abgeschlossen. Gefangene Geister, verlorene Herzen, Reichtümer und Rang. Bronze. Naja. Buhu ist gefangen. Nichts. Dann voxeln wir uns mal zurück. Speichervorgang. Und weiter geht's im nächsten Part. Dummes noch um, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und kein weiteres Video verpassen wollt. Gehabt euch wohl und haut dran. Ciao, ciao.